Gut, Bach abwärts. Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut, sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Okay. Wir steigen mal kurz wieder ein, mal gucken. Jetzt bleibt er da stehen. Können wir noch weiter? Mach abwärts. Das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Ups. Ah. Huch. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Krass, wer hat das denn jetzt gemacht? Wir, dass es die Mühe wert war. Vor allem haben wir jetzt das Boot geschrottet. Das fand ich so cool. Nehmen wir mal die Schnecke eben mit. Warum auch immer. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Platsch. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt. Können wir bestimmt irgendwann mal als Griff oder so benutzen. Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Hey. Und Park gesagt. Wieso lässt du Land gewinnen? Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Gucken wir mal kurz durchs Fenster. Verschlossen. Wer ist da? Verschwinde. Ich glaube, ich habe gerade. Es klang wie ein. Von wegen! Ich habe gesagt, verschwinde! Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Okay, Blick in die Ferne. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Okay, was haben wir noch? Gabelzweig? Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Können wir dann vielleicht mit dem Seil nochmal eben daran? Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Ach so. So, hier können wir noch zur Vorderseite des Zwerghauses gehen. Ah, cool, jetzt sind wir auf der Seite. Schauen wir uns mal die Felder an. Zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Bestimmt. Der große Wand und... Achso, das hatten wir schon. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Und dann gehen wir mal da rein. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Was meint er denn? Achso, das Haus selber, ja. Da oben ist noch ein Schild. Onkel haften für Großeltern und Cousinen und andersherum. Wurzelfelder? Überall zwischen den Bäumen, die... Ja, hatten wir schon. Und können wir da jetzt wenn man rein? Größer abfährt... Hä? Was soll das denn? Warum... Wenn man größer... Aber es ist versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Hä? Warum geht er denn da nicht rein, bitte?
Die klebt so stark. Da passe ich besser auf, wo ich sie hinsetze. Komisch. Warum geht er denn da nicht rein oder irgendwie sowas? Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Ja, ist ja auch alles okay, aber ich will nicht, dass du das betrachtest, sondern dass du die Tür da aufmachst. Aber es fährt. Hä? Guck wenn mal. Man größer ist als. Hä, das blicke ich gerade nicht. Hä? Bitte? Also. Das ist doch komisch. Ich meine, dass er immer das Gleiche sagt da oben. So viel ich und. Sehr seltsam. Was ist das eigentlich? Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte. Achso, das ist auf den Bach bezogen, Wasserfall? Oh Mann, das geht ganz schön tief runter da. Löwenzahnwiese? Wow, der Wind pustet die Pusteblumenschirmchen bis hier hoch. Aber sie sind zu weit weg, um sie mit der Hand zu fangen. Nehmen wir das Seil mal wieder zur Hand? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Müsste man irgendwie mal ein Netz zwischenspannen oder sowas am besten? Stimmt, aber jetzt? Ja, nö. So kann man jetzt, Ich bin besser vor. Nein. Ich verstehe nicht, warum er die Tür nicht aufmacht. Wenn man größer ist als eine Maus, ja, alles klar. Aber warum ist denn da Fragezeichen, Fragezeichen und das ist kein Hotspot? Das versteht Yuvi nicht. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Mhm. Ja, das gilt auch für dich. Okay. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen, aber es ist kein Hotspot. Ich finde das komisch. Kann man das jetzt von innen eigentlich aufmachen? Fest verschlossen. Nee. Wenn man größer abfährt. Ja, ich verstehe das nicht, warum das hier als Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen deklariert wird. Weil das wird wohl die Eingangstür sein. Aber, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob wir hier mit irgendwas machen. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. So? Gute Idee. Ah, okay. Aber die Scheibe sitzt fest. Die Scheibe sitzt fest. Mit dem Nagel ein bisschen ankratzen? Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Und jetzt, Schneckchen. Aha, so geht's also. Profiarbeit. Da, wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Du jugendlicher Einbrecher. Was? Was? Gar nicht wahr. Ich dachte, Sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Ich. Sie? Da, schon wieder. Pah. Siehst du die Klappe? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Pah. Ah, jetzt ist einfach mal eingepennt. Um Hilfe gerufen. Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Oh.
Ja komm, jetzt ist okay. Aber mal gut. Ach ja, mein Zwergenschnupf. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupf. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Einfallzweck bitte nicht um Hilfe. Aha, könnte, wenn sie wollte. Steinberg, der Walzwerk ist krank. Wer kann ihm nur helfen? Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz mit ihm, auch wenn ich da eigentlich keine Lust drauf hat, weil er so viel hustet und niest. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ist sie die eine? Nein. Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na, dann okay. Fragen wir sie doch. Einfallzweck bitte nicht um Hilfe. Musste ich auch gar nicht. Das machen wir so. Wir nehmen mal hier die Torschlüssel mit. Ich ebb schon erst spät. So, was hängt da oben noch? Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Okay, unteres Bett. Holzer, das Bett ist auch leer. Oberes Bett? Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Da oben ist noch eine Klappe. Hier sind noch ganz viele Bilder von den Zwergenleuten. Rostige, halb aufgehebelte Metalltür, okay. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Wir können es ja mal kurz mit den Schlüsseln versuchen. Vielleicht klappt's der ja. Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein Einbrecher bin. Da knacke ich besser nicht noch ihren Wurzelsafe. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Das steht sogar auf der kleinen Plakette an dem Rad. Lass besser die Finger davon. Gucken, was macht der? Nichts. Okay, er macht nichts. Hebe vor dem Schwungrad. Okay. Das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Okay, also haben wir jetzt eigentlich fast alles durch. Nur das Waschbecken noch nicht. Oder die sehr saubere Spüle. Die Zwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt. Nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Okay, dann können wir jetzt hier mal rausgehen. Und mal Anja um Hilfe bitten. Jetzt können wir das ja auch aufschließen. Fest verschlossen. Achso, ich dachte, du machst das von alleine. So. So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Häng ihn doch am besten zurück. Wäre doch eigentlich nur fair, oder? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Achso, ja gut, jetzt habe ich den langen Weg gewählt. Egal. Da. Oder ist der überhaupt länger? Ich habe keine Ahnung. So, sprechen wir mal mit Anja. Hallo, Anja. Bing bong. Sekunde. Okay. Warte. Willkommen zurück. Hi. So, der Zwerg ist krank. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbombe. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Ach, das ging ja einfach. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Na, da bin ich hier gespannt. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Komm, ich will nicht drum rum, oder? Na klar. Nimm dieses Rezept.
Gesundheit. Gesundheit. Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich hab einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. Okidoki. Was steht denn auf dem Rezept? Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Okay, also uns fehlt eigentlich bloß die Fischschuppe. Fischschuppe.